Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Queen Park Rangers Karriere. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt auch in die Kommentare, ein Feedback. Und wenn ihr mit mir gemeinsam zocken wollt, schreibt es auch in die Kommentare mit einem Hashtag KernelMediziner, entweder das Feedback dazu oder wenn ihr mit mir zusammen auf der PlayStation 4 zocken wollt, dann schreibt mir in die Kommentare eure IT. Ich adde euch dann oder ich schreibe euch die IT zurück. Ja, und hier geht es gegen Ipswich Town weiter. Gomez haben wir hier. Gomez nehmen wir natürlich mit. Ich möchte wissen, wie sich der Spieler hier entwickelt. Ja, und wenn ihr Transfervorschläge habt, schreibt in die Kommentare Hashtag Transfervorschläge für die Wintertransfers. Ich werde sie mir dann einzeln aufschreiben. Und wir starten hier rein in eine wunderbare Partie. Zu Hause endlich mal wieder bei Regen gegen Ipswich Town. Schiedsrichter ist Scott Duncan. Und wir wollen wieder den Anschluss in der Tabelle finden. Und wir sehen uns gleich wieder. So, das Heimstadion von Queen Park Rangers ist soweit bereit. Die Fans sind bereit, wir sind bereit. Ich hoffe, die Spieler sind natürlich auch bereit. Und da startet man natürlich in eine hoffnungsvolle Partie gegen Ipswich Town. Und vielleicht wird es ja was mit einem Sieg und dem Aufstieg. Die Queen Park, na, die führen den Ball aber ziemlich eng. Was ist denn hier los? Geht gleich richtig zur Sache. Okay, das ist nicht schlecht. Und der geht knapp am Tor vorbei. Die erste Chance ist ganz eindeutig für Ipswich Town hier. Ah, den hätten wir uns ersparen können. Okay, es ist ziemlich schwer hier den Ball in den eigenen Reihen zu halten und Ipswich Town versucht hier alles. Wir können hier aber nicht den Ball erobern, jetzt mal. Ah, was für ein gescheiter Pass hier. Hast du den abgestoppt? Super gemacht, aber er verliert gleich wieder den Ball gegen Sears. Sears ist anscheinend in einer Top-Verfassung. Da müssen wir echt aufpassen, dass da nicht ein Tor über ihn fällt. Da geht es wieder daneben. Und jetzt mal. Ach, da steht wieder keiner an den Außen. 5 Gegentore in 5 absolvierten Spielen. Ipswich Town ist hier angeschrieben, nichts zu kassieren. Achtung, da kommt er wieder durch. Schön, aber unser Torhüter Smithies hält hier souverän. Das war auch sehr wichtig. Ah, den Ball können wir nicht halten. Stark, aber trotzdem. So. Findet sich hier eine Anspielstation? Ja klar, findet sich hier eine Anspielstation. Die Anspielstation ist hier und der geht drüber. Furlong. Nicht Shenlong, sondern Furlong. Steht wahrscheinlich für Vernebeln. Und Queen Park Rangers auch mit einer Riesengelegenheit. Ah, da ist wieder einer dazwischen. Gibt's gar nicht. Wir müssen hier besonders auf das schnelle Umschaltspiel des Gegners achten. Es gibt Einwurf für Ipswich Town. Korfa mit der nächsten Gelegenheit. Die Flanke darf nicht ankommen. Die Flanke darf nicht ankommen, aber wie macht man denn das? 1:0 für Ipswich Town. Böse. Die Kameraeinstellung ist auch on point. Ja, das geht nämlich ziemlich schlecht los. Super Pass hier. Und der Goalie kann den Ball nicht fangen. Weswegen auch immer. Joe Garner macht hier das Führungstor. Ach, wir können keinen anständigen Ball abspielen. So, wir bleiben beim höheren Druck hier. Schön. Schön. Wieder super top zusammengespielt, aber in der Mitte ist halt vieles offen und wir können hier auch nicht attackieren. Achtung!
Riesengelegenheit, aber es war abseits. Schön weitergeleitet, wieder ein Foul. Aber der Schiedsrichter sieht hier kein Foul. War mir. So, wo ist hier eine Anspielstation? Hier mal, aber die ist auch wertlos. Achtung. Es ist lästig. Hier wird ziemlich stark gespielt. Achtung, wieder Riesengelegenheit für den Gegner. Aber wenn sie das Ziel eingestellt haben, dann müssten sie ein bisschen schneller spielen. Es muss das Umschaltspiel schneller funktionieren. So. Schöner Pass über die Außen, über Makoto. Makoto, schön rausgespielt, aber das gibt's gar nicht. Ah, komm, nimm den Ball doch an. Was ist denn mit dir, Junge? Da vernebelst du einfach meine Chance. Ja, und der ist sowieso on point. Ja, da können wir gar nichts machen, außer auf die Flanken aufzupassen. Schön gemacht. Schön, können wir den weiterleiten? Super stark! Da kommt der Kopfball nicht an. Schade. Schade. Achtung. Ah, passiert nichts. An der langen Ecke steht wieder einer. Gibt's auch nicht. Können wir nicht. Können wir auch nicht spielen. Ah, alle Anspielstationen sind hier relativ gedeckt. Das gibt's ja gar nicht. Tja. Der dreht sich um die eigene Achse und dafür gibt es wieder Eckball. Da stellen wir zu. Gibt es hier eine Anspielstation, die mal besser zum Anspielen ist? Yep, da ist sie. Auch nicht. Na, was ist los? Sehr schön. Die stehen hier zu 10 hinten drin. Die wissen, was auf dem Spiel steht. Achtung. Und mit nur einer Aktion hier einen Treffer zu erzielen, ist sehr stark. Jetzt mach doch was. Spiel den Ball ab, genau. Lächerlich. So. Das gibt's gar nicht. Unsere Spieler sind so müde, dass sie gar keinen Ball abwehren können. Achtung. Ah, wir können keinen Spielball geben hier. Vielleicht hilft uns in der zweiten Hälfte ja Gomez. So, das ist wieder ein Fehlpass. Da ist einer verletzt. Schön. Ja, der wird komplett umgerannt. Das ist sehr fair natürlich. Schön gespielt. Und da ist das Ausgleich. Das Ausgleichstor. Nicht das Ausgleich, sondern das Ausgleichstor. Schön gemacht. 1:1. Da rettet einer unser Team. Und das ist Silla. In die erste Halbzeit retten hoffentlich. Jetzt spielen sie wieder ihr gewohntes, schnelles Passspiel auf. Das war bitter. Wäre bitter gewesen, wenn hier noch ein Treffer gefallen wäre. Schön. Der passt dann irgendwo hin. Macht auch nichts. Ah, warum spielst du den Falschen hier an? Kommt er da hinterher? Nicht im nächsten Jahr, auch nicht. Der Goalie braucht auch ziemlich lange. Aber jetzt ist der Ball wieder an unserer Reihe und der Schiedsrichter pfeift hier ab. Damit steht es in der ersten Halbzeit 1:1. Wunderbares Spiel. Und wir müssen schon früh in der Partie Luongo ersetzen durch Gomez. Und ob Gomez was machen kann, wissen wir nicht. Aber wir setzen alles auf einen Top-Spieler.
ist von Manchester United gekommen. Aha. So. Schön. Ah, den können wir nicht so spielen. Das war ganz klar. Den hätten wir anders spielen können. Oh, gut, das setzt. Was ist denn hier los? Da wird Ping-Pong gespielt. Aufpassen. Aufpassen jetzt. Schön, was machst du denn, ja, Freund? Von hier und zu. Schön. Da ist Gomez. Was macht Gomez damit? Gomez kann vieles. Ah, mitten auf die Gauche, auf Deutsch gesagt. Gomez bleibt hier dran, aber kann nicht viel bewegen. Was machst du denn hier? Was, da gibt's einen wofür? Ipswich Town, auch nicht schlecht. Oh, das war ein super Pass wieder mal. Da kommen wir nicht dran. Es wird gebettelt hier in der Abwehr. Achtung. Lächerlich. Komm schon. Schau. Wahnsinnschancen hier beim Gegner. Ein Träumchen, was hier veranstaltet wird. So, und da wird relativ viel angesteckt. Wieder ein Fehlpass. Ach, ihr müsst euch doch mal umschauen, wo ihr diesen Ball hinbringt. Der Spieler will sich gar nicht umdrehen. Das ist das Lächerlichste, was man hier gesehen hat. Und Upamecano erkämpft den Ball. Schönes Zusammenspiel. Geht da jetzt was? Geht da mal was? Schöner Pass. Und da steht leider keiner in der Mitte, wo einer stehen sollte. Die trennen sich gegenseitig. Psst! Der kann sich nicht mal hier durchsetzen. Es ist sehr unfair hier, wie der Gegner hier auftritt. Nächster Fehler hoffentlich nicht. Achtung. Achtung! Schön. Rausgespielt das Ganze. Aufpassen, bitte nicht an einen Fehlpass hier hinten. So. Schönes Zusammenspiel. Da kommt der Ball nach vorne. Da kommt der Ball nach vorne. Jetzt muss der Pass kommen. Und da ist das Führungstor. Ist es André Gomez oder nicht? Wer hat hier den Treffer erzielt? Und die Fans feiern hier. Schön die komplette Abwehr ausgehängt. Und da ist das Führungstor. 2:1 in der 64. Gomez trifft hier schön. Und der Goalie kommt hier nicht mehr dran. Und der Junge, ich glaube, er ist 18 oder 17. Ja, zeige uns Angel Gomez, nicht André Gomez. Mein Fehler. Ich habe mich nur über das Tor gefreut. Jetzt sollten wir ein bisschen was aufbauen können. Stellen wir uns hinten defensiver rein. Ja, der kommt wieder mit seiner komischen Flanke an. Wir können den Gegner hier nicht anwählen. Meinen Mitspieler nicht anwählen. Sehr schade. Da ist Makoto und da ist der Ball wieder weg. Sehr bitter. Angel Gomez umstellen in die Positionsverteidiger. So. Schön erobert. Schön erobert. Schön den Ball erkämpft. Aber es geht hier keiner mit, oder? Doch. Ah, knapp, knapp. Das Spiel ist spannend hier. Das Spiel ist spannend. Und ich will hier gar nichts mehr riskieren eigentlich. So, schnelle. Ah, da wird schnell gespielt. Da dürfen wir nicht ran, da dürfen wir auch nicht ran. Sehr schade. Achtung. Und wieder haben wir den Ball. Raus hier. Da ist Silla. Sieht auf der anderen Seite jemanden stehen. Schöner Pass vielleicht mal. Ach, das war zu durchsichtig hier. Und jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Wir hätten das Aufbauspiel hier schön machen können. Aber hier schwitzt der Gegner auch nicht schlecht. Schön.
warten wir mal. Furlong. Wieder Sandy Loveridge. Jetzt probieren wir den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Schön wieder. Super stark. Der muss rausrollen. Komm, roll raus. Gibt's ja nicht. 80. Wir wechseln mal. Eine Verstärkung für die Innenverteidigung. Upamecano raus. Der hat's gut gemacht. Und Lua. Gomez ist uns eine gute Hilfe. Baut das Spiel auf wie Toni Kroos. Komm schon, mach was draus. Sehr gut. Da ist Mackie. Schöner Pass. Gomez. Verliert hier den Ball aber. Oh, komm schon. Und jetzt ist der Gegner immer schneller am Ball dran. Und die wissen, wo sie hingehen müssen. Lass den Gegner kommen. Ah, sie versuchen schneller zu spielen. Stark von Loric durchschaut. Schöner Pass wieder. Loric. Oh ja, komm schon. Das gibt's gar nicht. Da dürfen wir den Spieler gar nicht überheben. Ach komm. Zumachen da hinten. Zumachen und nein, das wäre eine Riesengelegenheit geworden. Und der Gegner wechselt hier. Schauen wir uns die Anspielstationen hier an. Schön. Ah, dürfen wir nicht. Wir dürfen gar nichts. Wir dürfen den gar nicht rausspielen. Gut erkämpft. Schön erkämpft. Schöner Pass. Kommt der auch an. Das ist eine andere. Schöner Pass wieder. Da ist... Jetzt müssen wir schlau angehen. Schöner Pass wieder. Aber der ist zu durchsichtig. Nein, das wäre ein 3:1 geworden von Sandy Loveridge. Und da wird gestreikt, da wird reklamiert und alles. Und jetzt müssen wir eigentlich den knappen Sieg über die Zeit bringen. Schön wieder dazwischen. Und hier ist der Sieg. 2:1. Tolle Erfahrung hier. Tolle Erfahrung. Ja, die Spieler sind ziemlich schnell ermüdet. Keine Ahnung warum. Sollte man ein bisschen die Ausdauer trainieren, oder? Und das nächste Spiel ist gegen... Ist das Brighton? Nein, das ist nicht Brighton. Das ist Millwall. Yep, so ist es. Schauen wir kurz rein. Wer ist verletzt? Luongo hat eine Schulterprellung und fällt wie lange aus? 5 Tage. Oh, da wird uns sehr fehlen. Bitter. Das heißt, Luongo wird durch Gomez ersetzt. Und Freeman ist auch schon verletzt. Wer könnte uns hier helfen? Wheeler, O.C., Samuels, Cohen, Freeman. Baptiste nehmen wir mit. Passt. Ja, dann würde ich sagen, es war ein spannendes Spiel. Es war ein nervenzerreißendes Spiel. Und ich hoffe, ihr seid dabei beim nächsten Mal wieder gegen Millwall. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, was auch immer.